Ja, moin moin liebe Sportsfreunde und willkommen bei 7 Days to Die. Extrem zockt hier vor mir. Hallo. Und die Ruby natürlich auch dabei. Hallo. Und heute ist der Tag der zweiten Horde. Wir hören schon den Sound, wir haben exakt 22 Uhr. Nein, das war nicht der Sound leider. Nee, stimmt. Das wundert mich gerade, das war nicht der Sound. Wo ist der Mond? Genau, wo ist der Mond? Ich sehe nicht. Ich höre schon Zombie. Doch, doch, da, ach doch, da kommen sie schon. Aus dem Südosten. Südosten? Da geht schon ins... Oh ja, da sind... Oh ja, da kommen sie. Das leckt auch gerade ganz gut. Ja, ich merke das auch. Oh nein. Du musst den Pfeil erst anders nachladen. Einfach rein in die Menge. Ja, fängt der gut an. Auf jeden Fall. Ich geh mal mit hinten auf die andere Seite. Oh, ich habe gerade Schaden genommen. Wo hab ich den denn? Ey, die kommen hier hoch. Das sind zwei der Zombies. Nee, da sind schon so viele Leichen, dass die sich hoch... Oder habe ich irgendwie einen hinter mir stehen? Nein, runtergefallen. Verdammt. Scheiße. Noch einer hinter dir! Ah, ich bin gerade hier am Huten! Wieso krieg ich denn Schaden? Oh Gott. Ich kriege Schaden, warum? Das kann ich dir leider nicht beurteilen. Beantworten. Ach, das war nett. Junge, Junge. Aber es sind. Wo sind denn die Ferran-Zombies? Wo sind die Kotzer? Eine Biene. Okay, dann. Oh oh. Ah! Da hat meine Beine getroffen. Ruby, pass auf! Alter, ey. Junge, Junge, Junge. Weiter! Ein Elektro extrem. Ich bin jetzt gleich tot. Verdammt, ich muss mich für ihn in Sicherheit bringen. Ja. Du blöde Biene! Ja, ne? Die hat mich auch gerade attackiert, ey. Was für eine Wichserbiene, hau ab! Oh nein! Hilfe! Boah, ich hab die Biene getroffen. Ich höre Spucker, die ersten, seit langem. Boah, Spider-Zombie geht auf Ruby los. Ja. Ich komm dir helfen. Oh nein, ich hab gebrochenes Bein. Wo ist der? Ist der unten? Ja. Oh, ich bin fast tot, ich muss aufpassen. Oh, ich auch. Oh nein, die sind hier drin. Die sind durch die Wand. Die sind durch die Wand? Ja. Ich hab mich... Welche? Kommt ins Haus rein, lieber. Bin ich. Alter, was geht hier ab? Oh Gott. Oh Gott, die haben uns überrannt. Die erste... Faustus! Oh. Das sah gerade so geil aus, wie du mit dem Spider-Zombie zusammen runtergefallen bist. Wieso habe ich denn keine Verbände, verdammt? Das kann ich dir nicht beantworten. Haben wir welche in der Kiste? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ja, in der Kiste müssen wir haben. Ja. Oh nein, die kommen hier so langsam durch die Türe. Na toll. Reparieren die Türe gerade. Ich muss aber ganz schnell meine Armbrust mal holen. Armbrust. Mann. Welche Türe? Die, wo der Balkon gemacht wird. Scheiße. Hab ich noch Woodframes dabei? Nein, ich habe keine, die kommen durch. Ich lock die gerade da weg. Oh. Können ja laufen. Ja. Och nein, wir haben keine Woodframes hier. Tot. Die sind jetzt auch an der Vordertür. Ach, na toll, warte. Sie kommen jetzt rein. Ja. Ein Rucksack.
Die an der Vordertür habe ich erledigt. Da ist noch irgendeiner, ne? Oh, warte. Ah, nein! Was machst du, Ruhe? Die sind oben, die sind oben. Ich bin draußen, ich bin draußen. Verdammt. Nein, die haben hier alles kaputt gemacht. Ich komme hier nicht mehr raus. Hau ab, du blöde Bitch. Geh weg. Wo bist du? Ich bin du unterm Turm. Versteckt. Ja. Aus Versehen. Oh nein. Du bist tot. Ja. Aber oh, nee. Sie auch. Jetzt kommen sie zu mir, oder? Hoffe ich. Boah, schon wieder tot. Ach, ein Wunder. Meine Wellness ist auf 60. Ich muss da jetzt irgendwie hinkommen. Aber es fehlen immer noch die Feral-Zombies und die Kotzer. Wo waren das jetzt? Ich habe ja zum Glück noch die Schrottarmbrust. Ja, ich habe sie auch noch. So. Ruby rutscht Küsschen. Über den Boden. Ehrlich? Ja. Ach, toll. Uah. Wo ist noch jemand? Oben. Na, loot die doch jetzt. Weg. Oh Mann, oh Mann. Hier ist was los. War's das? Anscheinend. Ich glaube ja, wir haben aber ein Riesenproblem, wir haben kein Eisen mehr für die Forge, das heißt wir können kein Forged Iron machen, ich habe kein Forged Iron mehr, wir können keine Türen mehr machen. Oh Mann ey. Forged Iron habe ich, 14 Stück. Ja, das reicht bei weitem nicht. Warum Frames? Also springen war jetzt doof. Ah, ich habe auch kein Holz, um das hier zu reparieren oder zuzumachen. Ich gehe mal eben einen Baum fällen. Oh ja, da ist ja ein Riesenloch, ey. Krass. Ja, auf kurz oder lange Sicht müsste das natürlich die Stacheln zwei Reihen machen. Wieso? Ja. Ich sehe das jetzt nicht. Aber ich sag mal so, ne? War eigentlich harmlos. Ging, ne? Okay. Ja, die Feral-Zombies haben gefehlt und ich gucke, vielleicht gibt's die ja gar nicht mehr in den Horden. Ich weiß es gar nicht. Das sind aber alles hier kleine Bäume, die ich gefällt, aber ich fäll mal lieber hier die großen. Frames, ja? Wood Frames machen wir mal. Ja, mach ich auch gerade. Aber ich bin keinmal gestorben, ey. Das war echt ein Wunder. Dreimal, glaube ich. Drei oder viermal. Naja. Das Loch ist soweit dicht, jetzt müsstest du noch. Ja. Halt zukloppen. Machen wir direkt mal so 20 Frames als Ersatz. Sicher ist sicher. Komm, ich glaube, ich habe kein Holz mehr. Den Baum kann ich, die Bäume kann ich noch eben setzen hier. Alles in der Nacht. Ist ja jetzt auch egal. Was soll's. So. Sonst noch irgendwelche Schäden hier? Ja, es geht eigentlich. Also am schlimmsten ist eigentlich, ja, dass sie die Türe kaputt gemacht haben. Das hier draußen kriegen wir schon wieder alles hin. Also eine Tür kann ich auf jeden Fall, denke ich mal, machen. Wie viel braucht man dafür? Was ist das denn? Hard Metal Door, ne? Ja. Machen wir 10 Stück. Ja, eine Tür kann ich machen. Aber wenn du die setzt, mach die so bitte, dass sie beim Frame außen ist, nicht innen. Wie war die denn jetzt eben gesetzt? Auch außen. Ja. Ja, nee, das habe ich schon, Guck mal, die haben deine Pflanze kaputt gemacht. Ja, ich sehe es, ich kann sie nicht reparieren. Das ist so bescheuert. Aber wein nicht, okay? Die Pflanze sieht so bescheuert aus. Extrem, das kriegen wir wieder hin. Keine Sorge, das kriegen wir hin. Was? Du hast den Zaun kaputt gemacht. Hey. Was für ein Zaun?
Ach, ich habe aber noch Ersatzsound, da ich in meiner unendlichen Weisheit zu viele Zäune gemacht habe. Kann ich das direkt wieder fixen. Alles gefixt, gar kein Problem. Oh, ja. Ist das der richtige Zaun? Ja. Oh, da sind noch Macken. Ich habe leider kein Holz mehr. Wo muss denn noch was mit Holz repariert werden? Nee, gar nicht. Achso. Glaube ich. Also, ich wüsste nicht, dass hier noch irgendwo... Also, oh, scheiße, hier vorne ist noch die Treppe, die fehlt, ne, aber... Ach ja, da ist ja die Ruby drin, ne? Ja, hier fehlt noch irgendwie Dreck oder so, müssen wir wieder hinmachen. Ja. Also, wenn wir Erde haben, lass die Treppe erstmal da weg. Alles, was wir in Erde haben, können wir doch hier reinkippen, oder? Ja, das sollte ja. In diesen Hohlraum. Ja gut, hält aber auch nur 2-3 Schläge mehr aus dann, ne? Ja. Aber gut, besser als nichts. Ja, eben. Oh, kaputt hier. Ja gut, dann könnt ihr ruhig Erde holen. Ich mach mal eben neue Treppen. Stairs. Ach, wir haben 0 Eisen mehr. Scheiße. Ja, sag ich ja. Also Eisen ist unser großes Manko momentan. Das heißt, wir müssen definitiv, egal was kommt, Steine kloppen gehen. Alle müssen wir losgehen und die Steine kloppen, die da draußen rumfliegen. Ja, okay. Wir brauchen Eisen für die Stacheln, für unsere Mauer und für unsere Werkzeuge. Wir haben nix. Oh Gott, ey, dieser Bach hier, der sieht aus. Ach komm. Für dein Meisterwerk. Genau, gucken wir einfach nicht hin, dann fällt es nicht auf. Einfach nicht hingucken. So sieht der aus. Dankeschön. Ey, geh da weg. Muss ich jetzt so hauen, weil ich darf ja selber nicht hingucken. Ja, hier ist sogar der Gehweg teilweise kaputt, ne? Ja, ja, da brauchen wir Lehm für, oder? Ich nicht. Um den zu reparieren? Irgendwas, keine Ahnung. Na, da brauchst du sogar Cobblestones für, das ist ja lächerlich. Guck ich mal eben. Ja, ich glaube, wow, das ist jetzt gerade das Geringste. Ja, aber, ach, wie schreibe ich denn das hier? Cobblestone Rocks. Ach, da brauchst du kleine Steine und Lump of Clay für und dann kannst du das machen, okay. Ja, gut, ja. Ja, prinzipiell hätten wir das auch anders machen können, das Gesamte. Wir hätten anstatt Wood Frames hätten wir, wie heißen sie jetzt nochmal? Cobblestone Frames genau setzen können. Mit Cobblestone Rocks das Ganze auffüllen. Das ist ja 10-mal stabiler als Wood Frames, ne? Aber okay, wenn wir nachher alles nach und nach aufwerten, ist Stahlbeton stabiler als alles andere. Gut. Ja, okay, Ladies. Okay. Das ist ja mal eine Horde gewesen. War auf jeden Fall ein bisschen Action. Ah, der Mais ist reif. Dann die Biene hat mich genervt. Ja, die war kacke, ne? Die hat mich auch voll... Ey, ich war oben auf dem Turm, auf einmal drehst dich rum, guck dich das Ding da an, ne? Ganz zum Monitor groß... Die hat mir voll eine gegeben. Ich hab mich voll erschrocken. Ich denk, wo kommt das denn noch mal? Hier ist doch keiner. Und was denn, ist das denn für ein Zombie? Ey, extrem, du siehst aber scheiße aus, hab ich mir gedacht. Na, wer kann, der kann, ne? Ah, ich hab ja mal keine Fackeln. An Bienen habe ich auch überhaupt nicht mehr gedacht, ne? Aber gut. Aber wir haben es ja geschafft. Eben. So, ich werde jetzt noch ein bisschen Gartenarbeit machen. Wenigstens was Sinnvolles in der Nacht erledigen. Hier haben wir noch die schöne Hau. Sag mal, die Schäden sind ja jetzt schon wieder fast beseitigt, ne? Ja. Und die Vordertür vom Haus muss noch repariert werden. Ruby, weißt du, was du machen kannst? Button. Du kannst mal gucken, wir haben Lehm in der Forge, dann nimmst du das mal bitte raus und dann nimmst du dir ein paar Steine aus der Kiste und dann machst du daraus mal bitte, craftest du mal Cobblestones, damit kannst du nämlich den Gehweg reparieren. So, warte, ich soll jetzt Clay rausnehmen? Ja, und dann? Kleine Steine. Kleine Steine habe ich sogar, ja. Und dann soll ich? Cobblestones craften. Cobblestone, okay. Können wir die Gehwege schon mal reparieren? Oh, das ist so viel Stoff.
glaube, wir sollten auch mal dann... Ja, den Garten werde ich, glaube ich, doch mal insgesamt sowieso mal mit dem Zaun absperren und dies und das. Weil das ist ja jetzt hier irgendwie alles nur provisorisch gemacht. Weißt du was, das kann ich jetzt direkt auch machen. Was willst du denn sonst in der Nacht machen? Also ich bin gerade Holz fällen. Ja, aber so wie ich eben auch. Direkt das erste Nacht der Horde, direkt Holz fällen. Ja, ich reiße jetzt sogar meine schön gepflanzte Allee ab, weil die Bäume halt am nächsten sind. Immer auf der Hut, immer umgucken, nicht, dass da irgendwo so ein Affe ankommt. Ja, das wäre unschön. Ach toll, jetzt habe ich schon wieder vergessen zu gucken. Ich wollte nur gucken, wie viele Körner wir haben. Ah, ich sehe gerade, wir haben sogar Kornseeds da. Davon haben wir auch noch. Ach, Kartoffeln haben wir auch. Sehr gut. Und Blueberries. Dann kann ich das direkt mal alles hier zusammenpacken. Dann haben wir schon mal die ersten Kartoffeln gesetzt. Ist auf lange Sicht ja sehr gut. Dann kommen wir auch an Essen ran, ohne groß auf Jagd gehen zu müssen. Na gut, der Garten ist aber eher mehr, naja, sehr klein, aber gut. Ja. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir den Platz ja noch da, wo Grünflächen sind, optimal nutzen. Dass wir da vielleicht noch ein bisschen was raushauen können. Ja, irgendwie machen wir das schon. Kriegen wir schon hin. Ist das dieses Cobblestone Rocks? Ja, Cobblestone Rocks, genau. Achso, das ist... okay. Einfach alles. Ja, ach Mist, hau einfach alles raus. Okay. Gut. Zu viel hat man ja eh nie. So, die ersten 10 Eisenfragmente habe ich. Yeah. Und es wird hell. Yay. Ah, Mist, den Gehweg. Den Gehweg haben wir hier auch noch gar nicht gemacht. Hier hinten beim Turm muss ja auch noch ein Gehweg hin, sehe ich gerade. Ja, kann sein. Haben wir letztes Mal nicht mehr gemacht, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja, den müssen wir definitiv noch machen. Und da muss ich mal gucken, wie wir das mit dem Garten. Keine Ahnung. Hier hinten kann man ja auch noch die Fläche nutzen, sehe ich gerade hier beim Teich. Der muss ja nicht noch größer sein, der sieht sowieso aus. Der muss noch überarbeitet werden. Naja. Naja, Hauptsache wir hatten erstmal eine halbwegs funktionierende Wasserquelle. Genau. So. Übrigens sind glaube ich so 10 Gläser ungefähr, kann einer auch gerne mal abfüllen und abkochen. Aber das Gute ist jetzt haben wir erstmal keinen Stress, jetzt können wir uns hier um den Ausbau unseres Lagers kümmern, vor allem um das exzessive Eisenfarmen, was definitiv dann halt jetzt immer drin vorkommen wird, in der Loot-Tour oder einfach mal so rausgehen und Steine kloppen. Das müssen wir machen. Genau. Weil wir können ja nicht mal unsere Werkzeuge jetzt reparieren, weil wir kein Eisen mehr haben. Ich habe die letzten 3, wie heißen sie? Iron... Forged Iron. Dingensen. Forged Iron. Ja, macht ja nichts. Also definitiv brauchen wir da ein paar 100 Eisenbarren mehr. Der Gehweg ist jetzt eigentlich soweit wieder frisch. Sehr gut. Dann hole ich mal eben die... Achso, ich habe die Schaufel schon dabei. Dann mache ich den Gehweg nochmal eben. Da hinten. Wo ist er? Oder wenn du so willst, Ladies, kannst du den machen und ich mache die Beete weiter. Klar, kann ich auch. Dann gebe ich dir die. Warte. Hier. Achso, ja. Ich weiß schon. Faustus, dein Part. Genau, weil jetzt habe ich ja wieder die Aufnahmeuhrzeit oder die Aufnahmezeit wieder im Fenster. In diesem Sinne, Leute, die Horde ist rum. Ja, weiter wird gebaut, weiter wird gefarmt. Schaut euch die anderen Kanäle mal an. Stehen natürlich unten in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode, wenn es heißt Eisen, Eisen, Eisen. Genau. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.